Wir haben, also über 400, 500 Institutionen und Organisationen haben zumindest schon an der SPD geschrieben und haben sogenannte Wahlprüfsteine erzählt. Jeder Wahlprüfstein kann zwei Fragen enthalten, er kann aber auch 30 oder 40 also auch enthalten. Ist auch so, dass wir da alle derzeit jetzt auch noch schwer damit beschäftigt sind, diese jeweiligen Fragen zu beantworten. Ich habe mir jetzt rausziehen lassen, fünf Wahlprüfsteine, die jetzt hier zu diesem Kontext passen. Ich gehe einfach mal auf zwei der Punkte ein, da wir uns am Samstag also hier wiedersehen, lasse ich jetzt den Wahlprüfstein des Deutschen Gehörlosenverbundes nochmal raus. Also, ich nehme einfach mal also den Wahlprüfstein der Bundesvereinigung, also der Lebenshilfe, und gehe mal so Punkte durch, denn teilweise decken die sich also mit den Punkten, die jetzt hier also auch nachgefragt worden sind. Die erste Frage also war natürlich nach der inklusionspolitischen Agenda, also auch der SPD. Wir wollen die natürlich also weiterhin also verstetigen. Zum Thema Bundesteilhabegesetz gibt es ja also für vieles auch derzeitig Fristen. Wir haben das in dem Bundesteilhabegesetz ja ein gestuftes Verfahren, also bis 2023 in vielen Bereichen drin. Und egal, ob die Einzelnen schon zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, ob sie was Gutes daran finden oder nicht Gutes was finden. Eines muss uns alle auf jeden Fall auch beruhigen, die Teilhabe geht weiter, denn das Gesetz ist so angelegt, dass vieles auch tatsächlich jetzt erst einmal wissenschaftlich begleitet und untersucht wird, bevor es zu weiteren Entscheidungen kommt. Das war ja eine der großen Klagen, ich meine, ich war ja nun auch auf den Demonstrationen, ich habe auch die ganzen Forderungen entgegengenommen und. Nicht nur was jetzt Teilhabe selbst angeht, sondern auch Mitbestimmung, weil es halt den einen passt was und den anderen passt was nicht. Das ist so also immer auch. Aber das Thema wird also auch weiter fortgesetzt werden, auch in einer systematischen Form, und das begrüße ich natürlich also auch sehr. Ein ganz wesentlicher Punkt in vielen Bereichen war ja der: Wie schaffe ich eigentlich inklusive Sozialräume? Und so ein inklusiver Sozialraum ist immer was ganz Praktisches vor Ort. Das ist meine Wohnung, das ist der Kiez, in dem ich lebe, das ist die Stelle um die Bushaltestellen, also drumherum und. Also, und das ist natürlich dann tatsächlich die Fragestellung auch, das Thema war jetzt auch schon aufgetaucht, wer ist nicht nur dafür zuständig? Offiziell ist natürlich die Kommune dafür zuständig, aber können die Kommunen die damit vorhandenen Herausforderungen in der unterschiedlichsten Art auch selbst finanzieren? Sogar abgesehen davon, ob in der einen Kommune der Bedarf größer ist oder weniger groß, wir haben Kommunen, die stehen jetzt schon unter Finanzvorbehalt, die haben gar keinen Spielraum mehr für politische Entscheidungen, und andere Kommunen sind relativ gut ausgestattet. So, da sagen wir jetzt auch in dieser Koalitionsvereinbarung, vor allen Dingen aber auch in diesem Regierungsprogramm, dass wir als Bund in die Lage uns versetzen wollen, dass wir überhaupt finanziell fördern dürfen. Nämlich Investitionen. Und zwar, war die Diskussion ja jetzt schon viel deutlicher, man konnte sich ja fast fragen, wofür ist eigentlich der Bund zuständig? Alles ging eigentlich an die Kommunen oder auch an das Land. Aber die Rahmenbedingungen werden häufig auf Bundesebene gesetzt. Die Ausführung, die Durchführung liegt dann bei den anderen Kommunen. Nichtsdestotrotz, ist die Frage zu beantworten, folgt auch das Geld den zugeschriebenen Aufgaben? Und das tut es derzeitig nicht. Deswegen ja auch immer wieder, also jetzt hier die Forderung, also die SPD, die Martin Schulz, die auch ich also an vielen Stellen auch erhebe, ich will helfen und fördern dürfen. Das derzeitige Kooperationsverbot verbietet dieses Jahr. Ich darf als Bund überhaupt gar kein Geld investieren. Wir waren im vergangenen Jahr regelrecht glücklich, dass wir hinsichtlich des Schulsystems noch die Sozialarbeiter identifizieren konnten, weil da durften wir Geld reinvestieren. Wir durften aber nicht fördern, also den Ausbau, also den besseren Ausbau, das kaputte Fenster, also investiert werden, dass in die Schulen eine moderne Technik kommt oder von mir aus also auch ein unterschiedliches
pädagogisches Personal, von den Erziehern, Heilpflegerinnen, also bis hin, also auch zu den Lehrpersonen. Das dürfen wir nach derzeitiger gesetzlicher Lage nicht fördern. Deswegen als erstes jetzt hier, es ist ganz wichtig, dass wir also eine Legislatur demnächst haben, wo auch Leute sind und auch was zu sagen haben, die sagen, wir wollen dieses Kooperationsverbot fallen lassen, damit wir als Bund investieren dürfen, ich sage jetzt mal allgemein, in Infrastruktur. Das kann sein die Straße, das kann die Schiene sein, aber genauso gut natürlich die, alle Formen der, Bildung. Und damit sind dann halt also auch, ergebe ich dann an die Länder und die Kommunen Ressourcen, damit dies wiederum also weiterhin also auch umsetzen können. Dann wurde verraten, zu leben nach dem Wahlrechtsausschluss, also haben wir, denke ich mal, jetzt hier eindeutig also auch schon mal also auch geklärt. Beim Thema, den Flan fragt die Lebenshilfe zum Beispiel zum Thema Pflege, auch danach, also auch nochmal eine Frage auf der Grundlage des UN, also jetzt beschlossenen Beteiligungs- und Bundesteilhabegesetzes, so. Und zwar der Wunsch ist natürlich, also auch, auch da nochmal eine Aufhebung, eine Änderung von Finanzierungsstrukturen, was den ambulanten und den stationären Sektor also angeht, einfach immer mit dem Ziel, und das sagt also auch, steht bei uns auch im SPD-Wahlprogramm drin, ja, wir wollen, dass in Zukunft also nicht mehr zwischen ambulanten und stationären Wohnangeboten auch unterschieden wird. Eine Frage, und die ist auch hier aufgekommen, ist das ganze Thema der Kinder- und der Jugendhilfe. Vielleicht haben es einige mitbekommen, also quasi fast die ganze vergangene Legislatur haben wir uns auf Bundesebene gestritten über ein neues, das nennt sich dann SGB 8, also über ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz. Wir haben es nicht geschafft, also auch da zu einem Abschluss also zu kommen. Aus SPD-Sicht ist es notwendig, dass wir dieses Kinder- und Jugendhilfegesetz so ausbauen, dass es für alle Kinder, alle Jugendlichen mit und ohne Behinderung, egal welcher geschlechtlicher Orientierung, und Männer und Weiblein und ich weiß nicht was, also alles, also noch, auf jeden Fall zuständig. So weit sind wir im Augenblick in der gesetzlichen Struktur noch nicht. Das ist aber unser Ziel, das ist eines der großen Ziele, also auch mit denen wir in den Wahlkampf also gehen. Und dann machen wir, das hängt auch wiederum dann als zweites auch sehr eng damit zusammen. Wenn wir dieses neue Kinder- und Jugendhilfegesetz haben, fließt natürlich auch wiederum Geld auch in die Kommunen also mit rein, also um den inklusiven Sozialraum auch deutlich zu machen. Denn das Ziel ist ja, dass wir eine Betreuung von Familien aus einer Hand auch haben wollen. Das ist ja für Seiten der Familie derzeit ziemlich schwierig mit den unterschiedlichsten Trägern, also mit den unterschiedlichsten Behörden und Unterarbeitsgruppen auch dahin zu haben. Zum Thema also Gesundheit, hier ist auch gefragt worden, also was ist hier mit der Assistenz im Krankenhaus. Wir sind der Meinung, also dass diese neuen Assistenzleistungen im Bundesteilhabegesetz dem Ziel der Altersbewältigung auch dienen und dass sie halt also auch bis zur Befähigung der Leistungsberechtigungen auch gefördert werden sollen. Also wir sagen ein klares Ja, Ausbau zu den Assistenzleistungen, also auch mit dem Blick auf Krankenhaus. Ja, aber da passiert doch nichts. Ja, wir sind im Augenblick, das muss man ganz ehrlich sagen, Leute, wir sind im Augenblick im Wahlkampf. Was Wirklichkeit wird, hängt vom Wahlergebnis, wir leben in einer Demokratie, am 24. September. So, und es hängt alles mit allem zusammen, also wer Pflege, wer Pflege in die und die Richtung will, muss sich die Programme angucken, dann entscheiden. Wer Teilhabe in die und die Richtung will, muss sich informieren und entscheiden. Wer in soziale Räume, wer zum Beispiel das Thema Finanzierung so haben will, also wie ich es gerade geschrieben habe, muss sich dann für uns entscheiden, weil das wollen andere Parteien nicht. Also deswegen, alles bitte, ich kann es ja, ich will jetzt, ich meine, jeder weiß, dass ich für die SPD werbe und natürlich auch für mich. Also auch, aber das ist ja jetzt keine SPD-Veranstaltung in dem Sinne, aber das ist das Ergebnis dessen, also was halt am 24. auch rauskommen wird.
Dann ist das Thema tatsächlich, also Barrierefreiheit ist auch, und du hast ja auch dankenswerterweise also darauf hingewiesen, dass Barrierefreiheit eine sehr komplexe Angelegenheit ist und nicht nur räumliche, also Barrierefreiheit ist. Ja, wir haben in einem anderen Wahlprogramm, also der wurde, hier so ein Wahlprüfstein, der wurde vom Bundesverband Selbsthilfe für Körperbehinderte gestellt. Und da geht es also sehr, sehr viel, also um dieses ganze Thema barrierefreies Planen, also und auch Bauen. Also auch da wird vielfach also die Änderungen, also in den Bauordnungen, also erwähnt, dass wir halt also auch KfW-Programm, Förderprogramme, also im Sinne von barrierefreien Stadt, also auch fördern wollen. Dann, dass wir das Kriterium der Barrierefreiheit auch in die Gesetze, also gegen die Wettbewerbsbeschränkungen auch einführen wollen, damit zum Beispiel die Unterscheidung, die derzeit ja vielfach gemacht wird, was private Bauten angeht und was öffentliche Bauten also angeht, dass die auch verschwinden muss, und damit es als allgemeines, grundsätzliches Kriterien der Kriterien noch anerkannt wird. Wichtig zum Abbau von Barrierefreiheit ist auch, und deswegen danke auch nochmal für den Begriff Gleichstellung, der an dieser Stelle eingebaut ist, ist eine Weiterentwicklung des Antidiskriminierungsgesetzes bis hin also zum Verbandsklagerecht und also auch eine Ausweitung der Zuständigkeitsbereiche. Denn damit also könnten wir auch auf Bundesebene also sehr viel erreichen. Barrierefreier ÖPNV ist auch erwähnt also worden. Ja, es geht also ums Personenbeförderungsgesetz. Und da steht hier drin, ich meine, ich bin Gesundheitspolitikerin und keine Verkehrspolitikerin, aber es soll so sein, dass laut Personenbeförderungsgesetz alle verpflichtet sind, bis zum 01.01.2020 auf eine vollständige Barrierefreiheit hinzuwirken. Also das ist wohl schon geregelt. Also auch. Das andere, wobei persönlich muss ich zugeben, wenn ich mir die Dauer von Baustellen angucke, ich mit dem Termin umsetzungstechnisch ein wenig den herausfordernd finde. Aber das eine ist halt die gesetzliche Lage und das andere ist die Umsetzung. Es gibt auf Bundesebene ein Konzept, Mobilität in Deutschland 2050. Auch da, ja, 2050. Ich kann ja nur sagen, was jetzt hier, wahrscheinlich nicht. Dass wir da also auch als Bund ebenfalls nochmal in die Lage versetzt sein wollen, weiter auch diese Konzepte überhaupt zu finanzieren und den steigenden Bedarf also auch anzupassen. Zum Thema Existenzsicherung ist hier auch eines, also einzelnes drin. Und jetzt will ich nochmal, welche Punkte habe ich, das sind alles jetzt die Antworten auf die Wahlprüfsteine. Zum Thema Psychiatrie, Christian ist jetzt gerade gegangen. Ich kann nur von sagen, von aus meiner Arbeitsgruppe Gesundheit heraus, unser Ziel ist es, dass wir eine neue Enquete-Kommission Psychiatrie auf den Weg bringen. Das ist das, also das ist auch die Forderung, also die insbesondere der Kollege, also der Heidenblut also auch sagt, das ist auch die Forderung, die wir als AG Gesundheit für ganz wichtig erhalten. Die letzte Kommission war in den 80er Jahren, seitdem hat sie vieles also getan, aber es bedarf dann nochmal der Neugestaltung, also auch auf der Bundesebene. Gut, zu den MZTBs will ich jetzt nichts mehr sagen. Die Kernforderungen, klar, die ständig an. So, das Wichtigste ist ja auch also gesagt worden von Ulrike Pohl. Wichtig ist tatsächlich die Finanzierungsstruktur. Auch, also zwar jetzt, wie gesagt, wie ich vorher grundsätzlich sagte, was die Infrastruktur anging, aber auch die Möglichkeiten, um aus bestimmten Formen der Projektitis also herauszukommen und wie auch immer, also Projekte, die sind einfach auch als sehr sinnvoll, die sind erprobt worden, sind als sinnvoll bekommen worden, also dass wir da also Finanzierungsstrukturen also auch finden, damit das also in der Richtung also auch umgesetzt werden kann. Zum Thema, doch nochmal ein Thema, Versorgung, also mit also der Übergang also zwischen Kinder- und Jugendmedizin und zur Erwachsenenmedizin.
Ja, das interessiert auch mittlerweile, also ich habe ja, stehe ja auch in Kontakt, also auch mit jedem Mal, also auch mit den, mit vielen der Betroffenen. Es kommen aber auch mittlerweile Kolleginnen des Herzzentrums auf mich zu, die auch nochmal ganz dringend auch wieder auf dieses Problem auch hinweisen wollen. Denn eines ist auch klar, da das, was ich ja auch immer sage, wir brauchen noch eine Infrastruktur gemäß der vielen komplexen Veränderungen, die wir durch diese Gesellschaft des längeren Lebens also auch haben, müssen wir uns viele Sachen auch wirklich neu stellen. Das bezieht sich auf den ganzen Bereich der Rehabilitation, es bezieht sich aber auch, muss jetzt hier nichts, also auf Thema Brustkrebs, was mit den ich in jungen Jahren bekomme, was ist mit der Rehabilitation, damit ich dann hinterher nochmal eingegliedert werde in das Leben. Wir müssen also vieles nochmal neu denken unter dem Aspekt demografischer Wandel.